Servus miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mad Max Deals und Reviews. OLED hat mir zwei Lampen zum Testen zur Verfügung gestellt. Danke dafür. Die nagelneue Perun, diese Multifunktionswinkellampe, die auch als Kopflampe verwendet werden kann. Und schon bekannt grundsätzlich, die S2R Betten 2 in dieser limitierten grünen Farbe. Kurzfristig deswegen, die Lampen sind gestern gekommen. Ich habe ein bisschen spielen können damit. Aber aufgrund verschiedener Problemchen, insbesondere einer Sicherheitsfunktion von der neuen Perun, konnte ich noch nicht meine Tests so durchführen, also in meiner Tube-Lumen messen, die Laufzeiten ein bisschen analysieren und das allgemeine Verhalten der Lampen beurteilen, so wie ich es üblicherweise für meine Videos mache. Aber OLED hat heute und morgen ihren Weihnachtssale. Da gibt es auf die Perun bis zu 40%. Auch gibt es dann diese limitierte grüne Lampe. Es gibt die S1R in diesem Rot und Gold. Meiner Frau gefallen die Farben wirklich gut. Also das muss man OLED lassen. Neben der üblichen hochwertigen Verarbeitungsqualität, die Anodisierung und die Farben sind sicherlich für Sammler sehr interessant oder auch als Geschenke. Deswegen sollte man noch schnell dort vorbeischauen. Ich habe unten einen Affiliate-Link, weil, wie erkläre ich das? Ich kriege von den Herstellern allgemein die Lampen zur Verfügung gestellt. Teilweise muss man die auch wieder zurückschicken. Ich bekomme aber, oder ich nehme kein Geld für die Videos, für die Reviews. Ich bin kein Werbetexter, ich mache keine Werbevideos. Ich mache Reviews und ich lebe davon, dass wenn Leute wie ihr meine Videos anschauen und den Subscribe-Button klicken, dann kriege ich Werbeeinnahmen von YouTube. Und ich habe diese Affiliate-Links, die auch unten in der Beschreibung zu finden sind, zu den Shops. Und wenn ein Kunde jetzt meine Erklärung so gut findet oder das als, wie soll ich sagen, ich kann ihm Dinge zeigen, die er gut findet und dann kauft er die Lampe und dann und nur dann bekomme ich eine Vermittlungsprovision von dem Shop, den ich halt unten verlinkt habe. Ansonsten gibt es natürlich keine Einflussnahme seitens der Hersteller, ich lasse mir nicht reinreden, deswegen gibt es auch von einigen Herstellern keine Videos auf meinem Kanal zu sehen, weil ich mir nicht reinreden lasse, was ich sage und was ich nicht sagen darf. Also immer ein bisschen aufpassen im Internet, auf YouTube oder Facebook. Vieles ist irgendwie, sagen wir mal, nicht ehrlich. So viel nur zu dem. Wie gesagt, ich habe noch absolut keine endgültigen Daten, so wie üblich, dass ich meine Lumentube hernehme, dass ich mich ein paar Tage lang damit spiele und dann, wenn ich erkläre, die Lampe hat 1900 Lumen, dann kann ich erklären, wie ich das gemessen habe, wie ich dazu gekommen bin und dann ist das für jeden nachvollziehbar. Bei der Perun ist das nicht möglich. Die hat eine Sicherheitsfunktion. Die Perun hat einen Näherungssensor, da gehen wir mal auf eine höhere Stufe, dass das ein bisschen besser zu sehen ist, kommt irgendwas nahe zur Linse, dimmt sie runter auf die 30 Lumenstufe und nach einer Minute schaltet sie sogar überhaupt aus. Das heißt, die hat einfach da elektronisch eine Sicherung, die verhindern soll, wenn die Lampe irgendwo im Quant drinnen in der Hosentasche angeht oder in der, man vergisst einen Lockout machen. Lockout geht mechanisch bei der, einfach aufdrehen, der Stromfluss ist unterbrochen, das ist mein Favorite, taugt mir sehr. Es geht natürlich in der Software, diesen Lockout zu machen, indem man das hält. Oder halt zusätzlich dritte Sicherheitsstufe, wenn man alles vergisst, dann funktioniert die einfach nicht. Im Gegensatz zu anderen Lampen verbrennt man sich nicht den Oberschenkel oder was auch immer. Oder man ruiniert sich das Quant nicht. Gute Idee. Ich hoffe, das setzt sich durch. Ansonsten, Verarbeitungsqualität ist super. Leider habe ich keine blaue kriegen können. Ich bin froh, die schwarze zu haben, aber die blaue schaut halt noch einmal sehr stylisch aus. Das Knurling ist hier ein bisschen different. Das ist relativ grob und so pyramidenförmig. Natürlich hat die Lampe einen Magneten, also dieses magnetische Ladesystem, das die ganze OLED-Familie vereint, ist dabei. Das ist sehr vorteilhaft. Mit der Perun kommt der neue Lader, der bis zu 2 Ampere laden kann. In der Perun nimmt er, glaube ich, dann 1,5 Ampere, habe ich gelesen. Es ist inkludiert der 3500 mAh Akku, der neue. Das ermöglicht eine angegebene Spitzenleistung von 2000 Lumen. Die hält sie für 2,5 Minuten, dann dimmt sie runter auf 800 Lumen für weitere, schauen wir mal gleich, 160 Minuten. Die normale High-Stufe sind 800 Lumen für 4 Stunden, 120 Lumen für 15 Stunden, 30 Lumen für 47,5 Stunden und dann gibt es noch diesen 5 Lumen
Moonlight-Modus für 10 Tage ist die Angabe. Diese ganzen Werte werde ich mal in den nächsten Tagen, wenn ich das Problem mit dem Sensor gelöst habe oder das Problem mit meinem Messaufbau gelöst habe, werde ich das sicherlich nachliefern. Ansonsten, es ist dabei der standardmäßige S-Clip, das heißt, man kann ihn in beide Richtungen montieren, was natürlich auch recht toll ist bei so einer Lampe. Man könnte sie zum Beispiel einfach wirklich am Körper oder wenn man ein Brustgeschirr, einen Rucksack hat, hängt man sich das am Rucksack und beleuchtet damit den Weg vor sich oder wo man halt arbeiten möchte, wirklich den Bereich der Hände. Das ist ganz eine nette Geschichte und mache ich die Jacke zu und man sieht das, verbrenne ich mir nicht die Jacke nicht innen, weil die ein bisschen dahin glimmt. Eines von vielen sicherlich brauchbaren Szenarien. Ein weiterer Pluspunkt, der mir auffällt, ist, die OLEDs haben natürlich ihre eigenen Akkus. Das heißt, zu diesem Magnetladesystem gibt es Akkus, die Plus und Minus auf einer Seite haben. Das heißt, aufladen mit diesem Magnetlader nur mit den OLED-Original-Akkus. Aber die Bauform der Perron erlaubt auch einen Standard 18650 Akku mit Schutzschaltung bitte und Buttontop kann man genauso verwenden. Eigentlich hätte ich das vorbereiten können. So, ich habe da zum Beispiel einen normalen 18650er von Imalent mit Buttontop. Ups, nicht vergessen, Pluspol zeigt nach hinten. Zuschrauben und geht. Das heißt, ich kann diesen Akku von einem anderen Hersteller durchaus verwenden als Notlösung. Es gibt auch solche Akkus, die haben sogar eine USB-Schnittstelle zum mobilen Aufladen, aber diese interne Ladefunktion geht halt nicht. Aber dafür sind die Akkus sicherlich ein bisschen günstiger als die Original-Akkus. Ein weiterer Punkt, den man vielleicht noch erklären könnte, gerade im Hinblick auf den Sale. OLED hat sich entschieden, in den Lieferumfang, da ist jetzt drin die Lampe, der Akku, der Clip, das Ladekabel ist dabei, Benutzerhandbuch, es ist ein Lanyard dabei also, und eine Einfädelhilfe für das kleine Loch da. Aber das Kopfband ist jetzt nicht mehr dabei. OLED hat herausgefunden oder als Feedback von den Kunden, dass sehr viele das Kopfband gar nicht angeblich nicht benutzen. Deswegen gibt es das Kopfband jetzt nur noch als Zubehör. Kostet regulär, glaube ich, so um die zwischen 10 und 15 Euro. Ich gehe mal davon aus, viele werden sich das nicht irgendwann holen. Aber heute und morgen bei diesem Sale kostet das Kopfband, wenn man das im Set mit der neuen Perron nimmt, ich glaube einen Aufpreis von 2 Euro. Also das ist wirklich fair. Das Kopfband ist von der guten Bauform, sage ich jetzt einmal, mit dem umlaufenden Stretchband und oben dem Band, also hier kann man das noch einmal gut einstellen, um das Gewicht zu entlasten. Und OLED hat, ich glaube, die haben das mit der H2R schon gehabt. Da ist ein Magnet drinnen, der natürlich nicht anzieht, wenn kein Akku drinnen ist. So den Originalakku wieder einsetzen, weil am Aluminiumrohr hält es natürlich nicht. Also man sieht, da ist ein Magnet, der, ich sage jetzt mal, als Einfädelhilfe da ist. Ich würde mir nicht trauen, außer ganz kurzfristig, das darauf zu setzen, aber wenn ich dann den Kopf wackel, dann kommt es runter. Also man kann es aufsetzen und dann hat man wirklich beide Hände, um das zu fixieren. Dann kann man sich einstellen. Ich habe jetzt diesen Clip noch natürlich nicht runtergenommen, aber zur Not kann man sogar mit dem Clip das aufsetzen, beziehungsweise den Clip kann man drehen. Das ist gefällt mir ganz gut, ist ein Pluspunkt von der Perron. Und zur Not kann ich den Clip da über das Gummiband drüber ziehen und habe das dann auch so montiert. Also finde ich ganz brauchbar. Ups, das Band runter. Also, wie gesagt, nur heute und morgen zu einem fairen Preis das Band. Sonst muss man vielleicht zwei oder dreimal überlegen. Knopf, wie ihr gesehen habt, ist da oben. Mehr Details und schönere Shots und die ganzen Aufnahmen werde ich zum späteren Zeitpunkt nachreichen. Die Bedienung ist OLED-typisch, wie in der ganzen Familie dasselbe. Für mich persönlich ist das ein Pluspunkt, dass man einfach ein System für alle Lampen hat. Kurzer Klick ist ein, kurzer Klick ist aus. Wenn sie eingeschaltet ist, klicken und halten, dann schaltet die Helligkeit in drei Stufen, Low, Mittel, High, immer wieder durch. Mit einem Doppelklick kommt man zu dem Turbo, der auch so ein bisschen rauf und runter dimmt. Single-Klick ist aus von Turbo und wenn ich auch von aus direkt ins High gehe, mit einem Doppelklick komme ich wieder auf die letzte gespeicherte Helligkeit zurück. Also kurz ist aus, kurz ist ein, von aus, Doppelklick ist zum Turbo,
noch ein Doppelklick führt runter in den normalen Mode Memory. Oder mit Single-Click direkt ins Aus, was man dann möchte. Ein Triple-Click gibt ein SOS. Da blinkt es jetzt SOS. Das kann man dann nur noch mit Aus, dass man wieder runterkommt. Und Drücken und Halten gibt diesen Moonlight-Modus. Wenn ich im Moonlight-Modus länger drücke und halte, gehe ich in den Lockout. Also Drücken, Halten kommt Moonlight und dann geht es wieder aus. Und jetzt ist sie geblockt, also ich kann sie nicht mehr einschalten. Erst wenn ich wieder drücke und halte im Moonlight an, dann macht er kurz aus und geht wieder an und jetzt bleibt er wieder im Moonlight-Modus. Also dieser elektronische Lockout, rein theoretisch, wenn ich mich draufsetze, kann ich ihn anlocken. Deswegen mechanisch oder eben mit dieser Sicherheitsfunktion, das ist ganz cool. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, irgendwas, was ich mal anschauen soll, kontaktiert mich, schreibt es mir, entweder hier im Comment oder als martin@netmax.com, könnt ihr mir auch hinschreiben, meine E-Mail-Adresse. Dann schaue ich nach, ich kann euch irgendwas abmessen, alles was ihr braucht, ich kann es hoffentlich irgendwie für euch erklären. Was haben wir noch gehabt? Ja, das war mal ganz kurz zu der Perun. Die S2R Betten 2 ist halt in diesem tollen Grün verfügbar. Leistungsmäßig ist sie ja schon bekannt. Ah, das kann man vielleicht auch noch zeigen. Die S2R hatte einen Beam. Also wirklich einen Hotspot, wenn man das so schön anzeigt. Und wenn ich im Vergleich dazu die Perun anschaue oder herzeige, die hat einen sehr gleichmäßigen Verlauf. Also wenn ich das so nach oben schaue, sieht man, die macht ein sehr gleichmäßiges Lichtbild, hat trotzdem, ich glaube, 120 Meter Leuchtweite durch diese TIR-Optik, die totale interne Reflexion. Und im Vergleich dazu noch einmal, so schaut das aus, sehr spotlastig und da sieht man wirklich in der Mitte das meiste Licht hier gebündelt und ein bisschen was auf der Seite, brauche ich natürlich in einer Handlampe, wenn ich wohin leuchten möchte und in der Kopflampe möchte ich ein gleichmäßigeres Lichtbild, eine gleichmäßige Ausleuchtung, weil es wird von vielen störend empfunden, wenn man zum Beispiel läuft und da hüpft dann so ein heller Punkt herum, das ist ein bisschen irritierend, also da ist ein weiteres Lichtbild nicht schlecht. Es ist natürlich kein absolut ultraweites Lichtbild, es gibt Lampen, die haben dann eine Diffuserfolie drauf oder wie eine Milchglasscheibe, um ein ganz flächiges, gleichmäßiges Licht zu erzeugen. Das ist bei der Perun nicht gedacht, die ist halt wirklich als Multifunktionslampe anzusehen und nicht als reine Joggerlampe. Aber es ist sehr universell, würde ich jetzt einmal sagen. Also ich hoffe, ich habe euch nicht mehr verwirrt als notwendig. Nutzt bitte meine Links. Schaut euch an, ob in der Aktion für euch was dabei ist. Gibt es Fragen? Ich bin für euch da. Wenn nicht, dann sehen wir uns hoffentlich bald. Drückt den Subscribe-Button und dann sehen wir uns wirklich. Bye-bye.